Hier das Purion-Display im Großformat. Das ist oft bei sehr günstigen Einstiegs-Mountainbikes, sehr günstigen E-Bikes verbaut, aber auch bei sehr hochwertigen, weil dadurch bleibt in der Mitte alles frei, der Lenker ist frei und ich habe lediglich auf der linken Seite das Display, habe den Vorteil, ich habe die Bedieneinheit, also die Anzeigeeinheit komplett mit den Daumentasten direkt auf der linken Seite beim Lenker. Prinzipiell ist es ja so, dass beim Bosch eigentlich ein jedes Display für jeden Motor geeignet ist. Es gibt andere Motorenhersteller, wo eigentlich das Display sagt, welcher Motor ist verbaut. Das ist bei Bosch nicht so. Ich kann das eigentlich wild, oder der Hersteller, der Fahrradhersteller kann das wild durchkombinieren. Schauen wir uns im Detail an, was das Purion Display, das kleine Seitendisplay, hier uns für Funktionen bietet. Also an der Oberseite habe ich mal den Einschaltknopf, das habe ich schon mal vorweggenommen. Oben ist der Einschaltknopf. Und mit dem Drück auf diesen Knopf dauert es ein bisschen, so ein, zwei Sekunden, und das System schaltet ein. Mit links klassisch kann ich natürlich die Unterstützungsstufen wählen. Die zeigt es mir hier unten an. Tour habe ich jetzt. Ich kann natürlich ohne Unterstützung fahren. Aus, Eco, Tour, MTB oder auch Turbo. Maximale Unterstützung beim CX derzeit bis zu 340%. Kann natürlich immer auch ohne Unterstützung fahren und dann habe ich halt nur diese zwei Tasten im Prinzip und es gibt eine Kurz- und eine Lang-Tastenbelegung. Wenn ein Licht verbaut ist, kann ich mit Lang auf Plus drücken, schaltet sich das Licht ein. Das Licht ist bei diesem System bereits freigeschaltet. Hier unten sehe ich dann das Lichtzeichen und mit Lang am Plus schalte ich es wieder aus. Und Lang am Minus schaltet die Informationen durch, die das System weiß. Trip wäre oder ist der Tageskilometerzähler, den haben wir jetzt auf 0. Und wenn er einen Wert anzeigt, kann ich mit beiden Tasten gleichzeitig Reset machen. Lang wieder Minus ist die nächste Stufe, die Total-Gesamtkilometerzähler, die kann ich nicht löschen. Noch einmal ist die Range, die Restreichweite. Wenn ich keine Unterstützung eingestellt habe, gibt es natürlich keine Restreichweite. Das heißt mit Eco zum Beispiel in diesem Fall 49 und so weiter. Auf beide auf Reset setzt das wieder auf einen Grundwert zurück. Man sieht auch hier, der Akku ist nicht ganz voll und das nimmt immer ihre letzten 150 Meter her. Das heißt, sind sie viel steil bergauf gefahren, wird es weniger, ist viel bergab gegangen, wird es mehr. Das heißt, das ist eine Restreichweite, eine ungefähre. Und man muss sagen, das ist sehr, sehr konservativ berechnet, denn früher hat der Bosch viel zu viel angezeigt und die Leute haben sich beschwert, heute zeigt er eher zu wenig an und ist zwar auch nicht gleich gut, aber es beschwert sich keiner. Und ganz unten, wie man sieht, haben wir dann den Akkustand, die Akkustandsanzeige. Dann ist schon wieder aus. Das war im Prinzip alles. Einen Knopf habe ich immer, ist immer sehr, sehr schwierig zu erklären, aber unten haben wir einen Knopf, da steht oben Walk. Valk Plus und zeigt es euch im Display an Valk Plus. Und wenn ich jetzt innerhalb von diesen 3 Sekunden auf Plus drücke, dann schiebt das Rad an und hilft mir zu schieben, zum Beispiel wenn ich müde bin, steil auf den Berg hinauf muss oder ich hatte in Kroatien einen Reifenplatzer, da hilft mir das Rad zu schieben. Am Ende, wenn ich nichts mache, dann schaltet sich das System nach 6-7 Minuten von selber aus oder ich schalte es einfach aus. Verschiedene Räder, verschiedene E-Bikes, verschiedene Systeme mit verschiedenen Bosch-Displays, die wir uns vor allem jetzt im Detail angesehen haben. Welches Display ist bei Ihrem Rad verbaut? Was ist Ihr momentaner Favorit? Schreiben Sie es gerne unten in die Kommentare. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben, das ist Ihr Lohn an uns, auch wenn Sie nicht immer unserer Meinung sind. Wenn Sie sich weiter in das Thema E-Bike kaufen, E-Bike fahren, gute Entscheidung treffen, weiter vertiefen wollen, laden Sie sich gerne kostenlos unser E-Book, die 40 essentiellen Tipps, die aktuellste Version herunter, 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf, die gibt es natürlich auch auf Amazon für Ihren Kindle Reader käuflich zu erwerben oder auch als gedrucktes Buch, wenn Sie es gern in physischen Händen halten wollen oder wie gesagt kostenfrei auf unserer Homepage www.rideblades.at. Wir bieten Ihnen ein paar hundert Fahrräder hier in der St. Pöltener Innenstadt. Wir sind spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen und stehen natürlich auch mit Rat und Tat und mit Beratung zur Seite, um das für Sie passende E-Bike zu finden, mit dem Sie wirklich viel Freude haben, denn die Auswahl ist schier grenzenlos mittlerweile. Sie haben die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und zwar eine Beratung zu genießen, entweder physisch, indem Sie sich auf unserer Homepage
das Terminvereinbarungstool nutzen und einen Termin vereinbaren. Sie können aber auch gerade in Zeiten Epidemie oder der Pandemie eine Beratung zu Hause genießen. Wir machen auch für Sie eine individuelle Beratung, eine Videoberatung oder natürlich auch, wenn Sie sagen, Videos brauche ich keine sehen, ich brauche nicht mehr die letzte Hürde, ich weiß eh schon, was ich will ungefähr, ich habe mich auf unserem Webshop schon vorinformiert, reizblades.at/hose-runtershop, dort sind alle E-Bikes inseriert, die derzeit zur Verfügung sind und mir fehlt nur mehr die letzte Hürde, um eine Entscheidung zu treffen. Dann nutzen Sie diese drei Möglichkeiten. Das heißt, entweder physische Beratung vorbeikommen, mit dem Terminvereinbarungstool einen Termin ausmachen. Die zweite Möglichkeit ist Videoberatung, auch hier Termin vereinbaren. Oder die dritte Möglichkeit ist eine telefonische Beratung. Und auch hier stehen wir Ihnen mit Rat und Tat und Antwort zur Seite. Mein Name ist Florian Woracek. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen bei Ihrem E-Bike-Kauf und dann wunderschöne Ausfahrten, denn bis jetzt hat es kaum noch einen Kunden gegeben, der gesagt hat, ich bereue es, mir ein E-Bike gekauft zu haben. Schöne Fahrradsaison!